Hallo Herr Tuchel, ja, in den letzten Wochen, Monaten ist viel auf Sie eingeprasselt. Viel Kritik und dann auch die Schwere des Umgangs mit der Situation, dass ja, die Trennung im Sommer beschlossen ist. Jetzt stehen Sie mit der Mannschaft im Halbfinale der Champions League, haben extrem gefeiert mit Ihrer Mannschaft. Empfinden Sie nach dem Spiel heute eine Art Genugtuung? Das müssten eigentlich Sie und jetzt nicht Sie persönlich. Ich meine, wenn Sie so ein bisschen, was soll ich sagen, scheinheilig. Ich meine, von wo prasselt das denn auf mich ein? Also aus den Medien oder nicht? Dass dann auf der Pressekonferenz danach gefragt wird, wie ich jetzt eine Genugtuung empfinde, das ja, kann ich nicht bestätigen. Ja, natürlich, weil, also, aber nicht deswegen, weil da würde ich zu viel Wertigkeit dazu geben, was auf mich einprasselt. Es ist, wie es ist. Das müssen Sie entscheiden, wie Sie damit leben können, nicht ich. Ich habe vom ersten Tag alles gegeben und werde bis zum letzten Tag alles geben. Und heute haben wir eine fantastische Team-Performance gezeigt, hatten das Quäntchen Glück, sind verdient im Halbfinale. Da sind wir natürlich alle sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden und sehr, sehr glücklich für meinen Staff und für den Club und für die Mannschaft. Das ist alles andere als selbstverständlich in der Personalsituation. Gegen diesen Gegner verdient zu gewinnen, beide Spiele nicht zu verlieren. Dickes Kompliment an die Mannschaft, da liegt der Fokus.